die Stoffwechsel, Unterhose wechseln, Glühbirnen wechseln. Also das kann man endlos erweitern. Müssen dann so lange liegen bleiben, bis der Apfel fault. Aber bitte. Okay. Ist schon rein. Ja, weil der hört dich sonst nicht, bitte. Ich werde so, wenn man eine dieser Übungen mitmacht, kann es möglich sein, dass ganz für eine Dauer einer Weile oder eines Augenblicks man wirklich so fühlt wie eine Frau oder wie ein Sozialdemokrat, wenn man bei der FPÖ ist, oder wie ein Muslim, wenn man Katholik ist. Und um diesen kurzen Moment geht es eigentlich. Manchmal wacht der Vater auf. Und als wüsste er gar nicht, dass er geschlafen habe, sagt er zu Mutter. Kannst du weiter nach hinten blättern? Ach ja. Damit es ein bisschen Umwandlung ein bisschen schneller geht. Als ich noch zurück von der Mutter hatte, fing es sofort an, die Worte auszulösen. Er schien die Zustand leer und glückliche Nachdenkensbilder, bis die Truppe auf die dritte Wolkenstunde schlug. Den Anfang des allgemeinen Wohlerwerdens draußen ist dann von Verlüchtern, was ihn jetzt zum letzten zurückgelegt hatte. Immer fort nur auf rasches Küchen bedacht, achtete er kaum darauf, dass kein Wort, kein Ausdruck seiner Familie ihn störte. Man hatte sie vergessen. Wo ist das Frühstück? Sagte der mittlerweile frei, nur wir schon gut wieder weg. Ja, ist jetzt wirklich schnell. Und fertig. Die zwei anderen. Diese Positionen, die wir diesmal anbieten, sind ja für uns selber neu. Und das Interessante ist natürlich, was passiert mit uns selber. In erster Linie machen wir das Stück für uns. Ich bin aber höchst ungeeignet, wenn ich das jetzt öfters mache, dieses Seminar, brauche ich unbedingt eine Gesichtsoperation, weil ich so Schlupflider habe. Und da verschwindet der Lidstrich ständig. Aber das Ding ist einfach, Sie lassen sich zwar machen, und schon verdienen Sie auch mindestens 25% mehr in der Selbsttätigkeit des Erzfüllers. Du musst auf die Toilette, oder? Aber dann schaffst du auch den Kampf. Geraldine. Sprich's nochmal aus. Geraldine. Das klingt so gut. Erfolg. Gratuliere. Ich danke. Also, es war eine Freude, so eine tolle Erfahrung. Bitte. Weisen auch politisches Statement und so weiter und so fort. Also das kann man nicht, meiner Meinung nach, nicht mehr im Theater mal so rüberbringen, wie das gehört. Also wie damals geschrieben wurde, Ende 60er von Peter Handke. Und dann haben wir gedacht, das muss man unbedingt adaptieren. Also deswegen ist halt für uns auch wichtig bei diesem Stück, dass Außentheater ist Nummer 1, 2, das nicht von Schauspielern getragen wird oder vorgetragen wird. Und Nummer 3 ist halt, dass eine klare Konstruktion oder Dramaturgie in sich selbst hat. Das heißt, ein Rhythmus kommt, in eine Energie kommt und in eine Stunde dauert. Und das, dann ist Schluss. Ja. Alle Leute, die mir unter die Finger kommen, anschimpfen. Wenn der sich wegdrehen muss, dann geht nicht mehr. Was sich halt ergibt. So eine Grundbesetzung ist halt, besteht aus den Passanten. Das heißt, wir casten sehr schnell die Leute und gehen direkt an die Leute ran und versuchen, die überzeugen, dass sie einfach mitmachen können. Wenn ich fertig bin, finde ich fertig. Genau, das ist ein bisschen. Es geht schon los. Hier ist der Namensstrich zu ihrer Zeit nicht abgeschnitten. Hier ist die Zeit aus dem Spiel.
hier ist das Ernst. Die ermessen nach ihren Atemzügen, nach ihrem Wimpernzucken, nach ihren Pulsschlägen, nach ihrem Zellenwachstum. Hier vergeht die Zeit von Augenblick zu Augenblick. Die Zeit wird nach Augenblicken gemessen, die Zeit wird nach ihren Augen, deinen Augenblicken gemessen, nach deinen. Die Zeit geht durch deinen Magen. Hier ist die Zeit nicht wiederholbar wie im Lokalaugenschein der Theatervorstellung. Danke. Wiederschauen. Man kann nicht wissen, wer genau jetzt kommt und wer liest und auf welche Art und Weise liest. Deswegen, wir versuchen das zu koordinieren. Also das bedeutet insofern bei dieser Inszenierung Dramaturgie, wir wissen genau, wann welche aufhören soll, wann welche anfangen soll. Das ist schon alles eingespielt. Man glaubt, es ist ein bisschen chaotisch, aber ist es überhaupt nicht. Das ist genau das, was der öffentliche Raum bestimmt. Wir brauchen nicht unseren Tod darzustellen. Wir brauchen nicht unser Leben darzustellen. Wir spielen nicht im Voraus, was und wie wir sein werden. Wir vergegenwärtigen im Spiel keine Zukunft. Wir sprechen von vergehender Zeit. Wir tun nicht so, als ob. Schein ist hier Schein. Sie stellen etwas dar, Sie sind jemand. Das lebt auch von Reaktionen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man, weil es geht wirklich darum, diese Passivität irgendwie zu beschimpfen auch. Und deswegen ist Schönes dran, dass sich auch die Leute ständig aufregen. Was geht's noch? Nochmal? Was da geht's? Aha. Da geht's um die Zeit, keine Bühne und kein Theater. Zuhören, sie werden uns anhören. Der Abstand zwischen uns wird nicht mehr unendlich sein. Dadurch, dass sie beschimpft werden, wird ihre Bewegungslosigkeit und ihr Erstarren endlich am Platz erscheinen. Wir werden aber nicht sie beschimpfen, wir werden nun Schimpfwörter gebrauchen, die sie gebrauchen. Wir werden uns in den Schimpfwörtern widersprechen, wir werden niemanden meinen, wir werden nur ein Klangbild bilden. Sie brauchen sich nicht betroffen zu fühlen. So, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, hinter mir läuft in einem Endlos-Loop, habe ich das richtig gesagt, Endlos-Loop, laufen die 23 Trickfilme, die diese Woche entstanden sind. Ja, dafür sollte man nochmal kurz Applaus geben für die Caro, die die ganze Woche. Rap Workshop.
Ausgangspunkt war für mich das Wort Umsteigen. Und ich habe einen begehbaren Textteppich gemacht in der Bahnhofsunterführung und habe versucht, dieses Wort Umsteigen zu transformieren, zu schauen, was entsteht dabei aus diesem Wort. Und in verschiedenen stille Postrunden wurde dieses Wort verändert. Und ich habe geschaut am Ende, welche Information geht verloren, welche Information kommt dazu. Es war nur der Asphalt zum Bekleben war sehr schwierig, weil es ist auch nach der Reinigung, es ist wahnsinnig staubig, es war fettig und ölig. Also es hat Plätze gegeben, wo ich wirklich geklebt habe oder versucht habe zu kleben, und es ist wie ein Blatt Papier dann drauf gelegen. Also es war technisch nicht leicht. Und was für mich sehr spannend war in der Zeit, also weil ich da auch immer vor Ort war und gearbeitet habe, das war, dass sich diese Installation am Boden, wie die angenommen wurde von den Passanten, und dass das quasi sehr oft laut gelesen wurde. Also nicht nur drüber gegangen, sondern dass die Leute wirklich Wort für Wort abgelesen haben. Und das hat man zum Beispiel am Ende von der Unterführung hat man gehört, wie die das Lesen angefangen haben und wirklich alle 89 Wörter durchgelesen haben. Ja. Sie manchmal gefragt haben, was heißt jetzt dieses Wort? Ja, also manche waren nicht so klar. Und das Ende war mir auch noch ganz wichtig, der Ausgang. Der Ausgang ist nämlich dann umsteigen, aussteigen, da bleiben und brav bleiben. Thank you.
Bühne.